testen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Man kann jetzt hier theoretisch in dem Fall einfach mal... Oh Gott, ich wollte... Wir spielen heute einfach mal den Spiegelmodus in StumbleGuys, bei dem wir einfach mal jede Map rückwärts spielen werden. Es macht gar keinen Sinn. Es ist aber super lustig. Lasst einen fetten Like da, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Dann bekommt ihr garantiert alle einen Spezialskin. Aber ich glaube nur bei 2000 Likes. Ich mache das Ganze natürlich wieder in einer privaten Lobby, Leute. Ich mache sowas nicht öffentlich. Und wir starten natürlich erstmal hier ganz am Anfang. Das ist ja klar. Aber ich werde mich dann jetzt einmal rüber schlawinern. Wir sind jetzt hier an der Ziellinie. Und jetzt müssen wir erstmal hier rückwärts herunterlaufen. Okay, es wird super sinnlos, ne? Es wird super sinnlos. Ich glaube, sowas hat auch noch keiner in Deutschland gemacht. Hey, warum kann ich noch so hoch springen? Das will ich gar nicht. Ey! Anscheinend kann ich jetzt hier gerade noch so hoch springen. Das heißt, ich versuche das Ganze sogar einfach mal ohne Springen zu machen. Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Wobei, an einigen Stellen müssen wir springen, aber da ist es auch kein entscheidender Vorteil, den wir dann haben werden. So, ich werde das gleich auf jeden Fall ohne diese hohen Sprünge auch mal machen. Nicht wundern, Freunde. So, das heißt jetzt hier einmal rüber. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, dass ich so hoch springen kann, aber da kann man jetzt nichts ändern. Hier kann ich ja auch ganz entspannt außen rum gehen. Und dann wären wir theoretisch schon rückwärts am Ziel angekommen. So, ja, Ziellinie wäre jetzt theoretisch hier erreicht. Sehr nice. So, nächste Map, die wir rückwärts spielen, wäre tatsächlich Space Race. Ich weiß nicht, inwiefern das funktionieren wird. Wir werden es gleich erfahren. Okay, wir stehen jetzt hier vor der Ziellinie. Wir schauen mal nach, ob wir jetzt hier irgendwie noch schaffen können, zurückzukommen. Denn das ist natürlich die entscheidende Frage. So, wir sind jetzt hier drüben. Oh nein, wir werden immer zurückgeboostet. Das heißt, ich glaube, ich muss wirklich meinen Super Jump hier aktivieren. Anders werden wir nicht mehr auf die andere Seite kommen. Deshalb mache ich das mal ganz kurz. So, jetzt können wir deutlich höher springen. Anders würden wir, wie gesagt, nicht mehr auf die andere Seite kommen. Deswegen machen wir das einfach mal so auf diese Art und Weise. So, wir sind jetzt zumindest hier wieder ganz normal rübergekommen. Laufen jetzt hier rückwärts. Lol, das wirkt irgendwie... Irgendwie wirkt es wie so eine andere Map, ne? Oder bilde ich mir jetzt gerade ein? Es wirkt schon... Ja, es ist ein bisschen doof, dass ich so hoch springen kann. Aber es wirkt irgendwie wie eine ganz andere Map, wo man jetzt einfach mal den Weg hier rückwärts laufen muss. Oh Gott, nein, das wollte ich... Das ist halt ein bisschen doof, dass ich jetzt hier immer so hoch springen kann und auch so hoch nach vorne geschleudert werde. Aber es geht leider in dem Fall nicht anders, weil... Wenn ich das Ganze hier einmal aktiviere, kann ich es auch nicht deaktivieren. Wie dem auch sei, Leute, wir sind raus. Machen wir weiter mit der Map Icy Heights. Und jetzt sind wir schon an der Ziellinie angekommen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal rückwärts hier den Berg hochlaufen und irgendwie versuchen, da hochzukommen. Ich glaube, so sliden bringt auch nicht wirklich viel. Obwohl, hechten bringt ein bisschen was. Ich meine, wir haben jetzt eine ganz coole Situation, da wir einfach nur hier rüber müssen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Man kann jetzt hier theoretisch in dem Fall einfach mal... Oh Gott, ich wollte gerade sagen, über den Zaun springen und abkürzen. Wie wurde ich denn getroffen? Lol, okay. Okay, kann ich auch hier irgendwie rüber? Na, okay, das funktioniert nicht so gut. Aber jetzt sind wir hier einfach mal rückwärts den ganzen Weg entlang gelaufen. Und wir hätten theoretisch die Ziellinie hier erreicht. Und nun geht es weiter mit der Map Pivot Push oder Pivot Push, wie man es nennen möchte. Und wir sind am Ziel angekommen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal rechts hier entlang laufen an der Mauer vorbei. Und auch hier müssen wir diesen komischen Berg hochklettern. Am meisten Sinn macht es jetzt, sich theoretisch hier treffen zu lassen, sodass wir diesen Speed-Bonus hier nutzen können, um schneller an das Ziel zu kommen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal irgendwann ausnutzen werde, diesen Speed-Bonus in die andere Richtung. So, jetzt hier müssen wir erstmal ganz kurz durch, natürlich den besten Weg uns nehmen. Ich habe jetzt hier schon einige von diesen Hindernissen gedreht, weil ich ja einmal schon vorbeilaufen musste. Aber wir sehen auch hier, geht das Ganze wirklich sehr schnell in die andere Richtung, wenn man es zumindest möchte. Und das wäre jetzt hier theoretisch auch wieder die Ziellinie. Ja, ich muss sagen, bis jetzt gefallen mir die Maps rückwärts. Wäre geil, wenn es das vielleicht sogar im originalen StumbleGuys geben würde. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch so einen Spiegelmodus von den Maps wünschen würdet. Weiter geht's mit der Map Lava Rush. Super cool, diese Map einfach mal rückwärts zu spielen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Wir werden jetzt einfach mal vom Ziel rückwärts laufen. Und ich bin mal gespannt, lol, der Boost war ja schon mal sehr nice, ob wir das überhaupt hinbekommen. Denn man hat hier natürlich nur eine begrenzte Zeit. Und, okay, hier ist schon das erste Problem, würde ich sagen. Wir müssen auf jeden Fall hier an der Wand entlang laufen, sonst kommen wir gar nicht zurück. Hier das Hindernis, nein! Oh Gott, jetzt bin ich hier runtergeflogen. Hier das Hindernis müssen wir natürlich auch beachten, dass wir da jetzt nicht von diesem Holzstab geholt werden. Hier haben wir natürlich den Vulkan, was auch interessant werden könnte, hier an dieser Stelle.
kann man einfach auch die Wand nehmen. Größtenteils kann man einfach die Wand zur Hilfe nehmen, was echt super entspannt ist, meiner Meinung nach. So, jetzt hier. Oh, oh, aufpassen. Nein, jetzt wurde ich hier runtergedroppt. Oh nein, ich wurde runtergedroppt. Nein, jetzt bin ich hier schon wieder runtergeflogen. So, wir müssen auf jeden Fall hier diese Wand ausnutzen. Zumindest kann das sehr hilfreich sein. Und jetzt, okay, einmal über das Holz springen. Hier auch nochmal über das Holz springen. Und jetzt können wir theoretisch, kommen wir hier hoch? Müssten wir, glaube ich, ne? Perfekt, wir kommen hier auch hoch. Hier nochmal Lava, an diesem komischen Lava-See, beziehungsweise diese Lava-Erhöhung. Jetzt können wir natürlich einfach hier links laufen. Ich gehe mal diesen Weg. Sollte auch gehen, das funktioniert auch ohne Probleme. Und dann sind wir jetzt jeden Moment auch schon wieder am Spawn angekommen. Dort, wo wir quasi angefangen haben. Und ja, das hat auf jeden Fall auch ganz gut funktioniert. Man kann... Ah, okay, tiefer kann man hier anscheinend nicht hin. Dann wird man immer zurückteleportiert, glaube ich. Jawohl, das geht leider nicht. So, die nächste Map wird super interessant. Und zwar spielen wir Jungle Roll rückwärts. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Hier sind wir auch am Ziel angekommen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur rückwärts entlang laufen. Hier bei den Steinen hat man es ja eigentlich deutlich einfacher, weil man hier nur herunter muss. Auch hier über die Brücke geht eigentlich. Hier muss man jetzt ein bisschen umdenken, weil wir jetzt einfach mal... ja, die andere Baumstammrichtung als Trick benutzen können. Lol, das war jetzt ein bisschen komisch. Also wenn wir jetzt hier immer wieder auf den Baumstamm kommen wollen. Ach, ich kann da gar nicht rüberspringen über die Wand. Okay, interessant. So, also wir versuchen jetzt mal trotzdem hier so weit zu kommen wie möglich. Oh Gott, wir müssen aufpassen. So, einmal außen rum. Hier die mittlere Plattform ebenfalls nutzen. Und jetzt hier auch nochmal den Trick benutzen, wenn das irgendwie möglich ist. Ah, wir werden fast runtergeflogen. Und was ganz komisch ist, gerade spinnt das hier ein bisschen. Wir sehen, wir haben hier einfach mal alle Steine am Start. Und jetzt können wir hier ganz entspannt rüberlaufen. Und sind jetzt sogar am Ziel angekommen. Also am Spawn angekommen. Hier können wir auch nicht mehr weiterlaufen. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Auch wenn wir es ein bisschen einfacher hatten hier. Durch diese Steine, die jetzt hier die ganze Zeit oben bleiben. Weiter geht es einfach mal mit Paint Splash. Auch eine sehr coole Map. Mal schauen, wie diese rückwärts sein wird. Okay, wir sind jetzt hier am Ende. Das heißt, ich mache mir das Ganze hier sehr einfach, indem ich jetzt hier einfach mal außen laufe. Und man so auf jeden Fall immer durchkommt. So, hier auf diesen Rotoren ist es eigentlich auch noch ganz einfach möglich. Ich meine, im Grunde ist es halt die gleiche Map, nur rückwärts. Und hier, oh, schaffe ich das? Jawohl, auch hier über diese Farbrolle konnte ich einfach mal rüberspringen. Oh, den kleinen Berg konnte ich jetzt hier noch nutzen, um runter zu sliden. Und wir sind sogar schon fast am Ziel, Alter. Also rückwärts ging es auf jeden Fall, glaube ich, sogar nochmal deutlich schneller. Oh Gott, aufpassen. Ah, das, da bin ich jetzt ganz lost reingeflogen. Das hätte nicht passieren müssen. Aber ja, wir sind theoretisch jetzt auch hier auf der Map am Spawn angekommen. Let's go, ab in die nächste Map. Cannon Climb ist die nächste Map. Das heißt, eigentlich, Leute, müsste ich mich doch nur von einem Ball treffen lassen und dann könnte ich schon die ganze Zeit hier rund durchrollen. Stimmt das? Ich muss nur vom Ball getroffen werden. Und eigentlich müsste ich dann theoretisch die ganze Zeit hier irgendwie unten ankommen. Ich habe jetzt hier noch den Super Jump aktiviert, deswegen will ich eigentlich gar nicht so viel springen. So, jetzt kann ich mal bitte getroffen werden. Ich meine, ihr seht es selbst. Ihr seht es wirklich selbst. Ich muss hier eigentlich gar nichts machen. Die Map kann man gefühlt blind spielen, wenn man sie zumindest rückwärts spielt. Ja, man kann ja ganz entspannt durchlaufen. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese Super-Jump-Funktion an. Genau. Aber wir wären auf jeden Fall auch so rückwärts am Ziel angekommen. Das ist gar kein Problem gewesen. Und ja. Wenn ihr vielleicht einen zweiten Teil haben möchtet, wo ich Maps rückwärts spiele, lasst ein Like da. Abonnieren auch nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.